Lucas Hernández könnte eine deutliche Gehaltserhöhung bekommen. Dafür müsste er sich für einen Verbleib bei Atletico und gegen einen Wechsel zu den Bayern entscheiden. Laut der Zeitung AS hat der Weltmeister bis Februar Zeit, um sich endgültig festzulegen. Damit käme ein Transfer nach München frühestens im Sommer in Frage. Bayern Sportdirektor Hasan Salihamidžić hatte zuletzt erklärt, dass eine Verpflichtung des Verteidigers noch im Januar unrealistisch sei. Jürgen Klopp könnte dem FCB unterdessen Wunschspieler Callum Hudson-Odoi wegschnappen. Der Sportbild zufolge fanden Anfang des Monats Gespräche zwischen dem FC Liverpool und dem Bruder des 18-Jährigen vom FC Chelsea statt. Außerdem soll auch RB Leipzig ein Angebot für den Flügelspieler abgegeben haben. Hudson-Odois Vertrag läuft noch bis 2020. Das Tauziehen um Ajax-Supertalent Frenkie de Jong ist offenbar vorbei. Wie De Telegraaf und verschiedene spanische Medien melden, steht Barca kurz vor dem Kauf des Niederländers. Die Mundo Deportivo schreibt zudem, dass bereits eine Delegation der Katalanen in Amsterdam sei, um den Deal abzuschließen. Im Gespräch sind 90 Millionen Euro Ablöse. Auch PSG und Man City galten als Interessenten. Christian Pulisic wechselt im Sommer vom BVB zu Chelsea. Als Nachfolger bringt die Sportbild Wilfried Zaha von Crystal Palace ins Gespräch. Schon 2018 bestand wohl Interesse, doch 50 Millionen Ablöse waren Dortmund zu viel. Als weiterer Kandidat gilt Gladbachs Thorgan Hazard.